Einblicke und Ausblicke deutscher und französischer Klimabürgerräte. Ja, wow, der Raum füllt sich immer mehr. Wir sind jetzt schon bei fast 200 Teilnehmenden. Ich bin Anselm Renn von Mehr Demokratie e.V. Ich leite den Veranstaltungsbereich dort und bin auch dort Bundesvorstand. Zuallererst gehen Genesungswünsche an Katharina Zügel raus, die eigentlich diese Session moderieren wollte, unbedingt moderieren wollte und jetzt leider mit hohem Fieber im Bett liegt. Wenn es irgendwo haken sollte, dann liegt es sicherlich daran, dass wir es gerade spontan sehr viel umgestellt haben. Und bitte verzeihen Sie uns das. Wir wollten es trotzdem nicht absagen. Genau. Bevor wir jetzt mit der Diskussion beginnen, möchte ich mich zunächst bei dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds bedanken, der diese Veranstaltung fördert und erst möglich gemacht hat. Vielen Dank. Und ich will mich auch gleich bei unserer französischen Partnerorganisation bedanken, Désidé Ensemble, sorry für mein schlechtes Französisch, mit der machen wir diese Veranstaltung zusammen. Ein paar Worte zu uns, zu Mehr Demokratie. Wir sind eine deutsche NGO. Wir haben mehr als 10.000 Mitglieder und ungefähr 200.000 Interessierte. Das heißt, ungefähr 200.000 Leute ja, sind in unserem E-Mail-Verteiler. Über Social Media erreichen wir sie regelmäßig. Wir sind wahrscheinlich die größte NGO für direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung in dieser Kombination weltweit. Und ja, wir sind nicht gewinnorientiert und arbeiten überparteilich. Mehr Demokratie setzt sich für direkte Demokratie auf allen politischen Ebenen in Deutschland und im europäischen Kontext ein. Und wir treiben auch die Idee der Bürgerräte vor allem in Deutschland voran. Wir haben die ersten beiden bundesweiten Bürgerräte in Deutschland organisiert. Und wir sind der Meinung, dass direkte, deliberative und repräsentative Demokratie zusammengehört und sich gegenseitig ergänzen. Deshalb setzen wir uns auch für ein gerechtes Wahlrecht ein. Wir sagen aber auch, dass die Demokratie nicht in Stein gemeißelt ist und sich ständig weiterentwickeln soll. Sonst hört sie irgendwann auf und deswegen müssen wir sie weiterentwickeln. Genau, das gesagt zu haben. Also, warum sind wir heute Nachmittag eigentlich hier? Jetzt sind wir schon über 200 Teilnehmende. Ja, wegen der Klimakrise. Über die Klimakrise muss ich hier aber nicht viele Worte verlieren. Das Wichtigste ist Ihnen bekannt. Wir steuern auf eine unbekannte Katastrophe zu, wenn wir nicht umsteuern und die ambitionierten Klimaziele nicht nur setzen, sondern auch erreichen. Und das möglichst schnell. Genau, so weit, so bekannt. Doch was eigentlich so klar wirkt im ersten Moment, birgt ein demokratisches Dilemma. Welche Mittel sind denn angemessen, um diese dringenden Ziele durchzusetzen? Was ist demokratisch legitim angesichts der drohenden Katastrophe? Der zivile Ungehorsam, der Proteste rund um Lützerath und die Aktion der letzten Generation, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, machen diese Frage überdeutlich. Doch in der Diskussion um die Rechtmäßigkeit und die Angemessenheit dieser Proteste wird oft vergessen, dass es andere demokratische Instrumente gibt oder andere demokratische Beteiligungsinstrumente gibt wie Protest, mit denen Bürgerinnen die Diskussion ums Klima direkt mitgestalten können. Und hier ist ein Instrument, was viel demokratische Hoffnung birgt, eben Bürgerräte, genauer gesagt Klimabürgerräte. Und genau darum soll es heute gehen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, ein Panel mit hochkarätigen Expertinnen und Experten zu organisieren. Genau, dazu gebe ich jetzt die Moderation zu Sarah, meiner Kollegin, weiter, die die Session moderieren wird. Vielen Dank, dass du so schnell eingesprungen bist. Du hast das Wort. Vielen Dank, Anselm. Einen schönen guten Tag an alle und herzlich willkommen. Ich danke Ihnen sehr, so zahlreich zu sein. Mein Name ist Sarah Crew. Ich bin
Ich bin Co-Direktorin eines französischen Thinktanks, Décider Ensemble. Da geht es um Bürgerräte und dieses schon seit mehr als 15 Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion. Wir diskutieren mit Bürger, Bürgerinnen, mit Forscher, Forscherinnen, mit Professionellen der Beteiligung, der partizipativen Demokratie, mit Unternehmerinnen und alle Fragen, die eben demokratisch orientiert sind, werden bei uns ebenfalls bearbeitet. Im Gegensatz zu Katharina, die normalerweise hätte mit uns sein sollen, und es tut ihr leid, nicht dabei zu sein, spreche ich nur Französisch, aber wir hoffen, dass es mit der Verdolmetschung gut klappen wird und dass Sie auch den richtigen Kanal gewählt haben. Wir sprechen also über Bürgerräte, um das Klima zu retten, beziehungsweise Fragezeichen dahinter. Ist es überhaupt möglich? Denn diese Bürgerräte entwickeln sich immer mehr in Frankreich, in Deutschland. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, es wäre doch sehr interessant zu besprechen, was dahinter steckt. Wird es eventuell ermöglichen, den Planeten zu retten? Oder ich versuche auch manchmal ein bisschen provokativ zu sein, und unsere Redner werden diese Fragen wahrscheinlich beantworten, aber können diese Bürgerräte auch den Entscheidungsträgern, den Politikern helfen, ein bisschen grüner zu werden? Können wir helfen und unterstützen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen? Ist das relevant? Unter welcher Form? Es gibt auch viele, viele Bremsen im Zusammenhang mit Klimaänderung und so weiter. Muss man also noch in dieser Machtbeziehung bleiben? Ich meine, das, was in Deutschland geschehen ist, in Lützerath oder die Ausdehnung, in Lützerath geht es um die Ausweitung eines Kohlentagebaus. Wie bleibt man also in diesem Machtverhältnis oder geht es auch anders? Ich werde also zuerst einmal die verschiedenen Redner bitten, sich kurz vorzustellen, wirklich kurz, eine Minute, wenn es geht. Und ich fange an mit Herrn Roman Huber von Mehr Demokratie für eine kurze Präsentation. Also wirklich nur ganz kurz. Das Mikrofon ist geöffnet, Sie können also starten. Könnten Sie sich bitte nur ganz kurz vorstellen, in einem Satz? Entschuldigung, wir wollten nur, dass Sie sich kurz vorstellen, einfach nur, um zu sagen, wer Sie sind, damit die Beteiligten und Teilnehmer wissen, wer Sie sind, bevor wir ins Thema einsteigen. Aber warum hört Herr Huber die Übersetzung nicht? Das ist... Loïc Blondiot, bitte. Ja, einen schönen guten Tag an alle. Loïc Blondiot, ich bin Professor für politische Wissenschaften an der Sorbonne-Universität. Und ich denke, man hat mich heute eingeladen, weil ich mich beteiligt habe beim Governance Committee des Bürgerrats in Frankreich für das Klima. Ines Oman, bitte. Ja, hallo. Ich vertrete heute NOCA, das Knowledge Network of Climate Assemblies, of All Climate Assemblies. Und ich habe auch die Gesamtkoordination für den österreichischen Klimarat für das Bundesministerium für Klimaschutz übergehabt. Also quasi die Gesamtleitung des Klimarats. Und ich werde dazu auch noch was erzählen. Danke. Frau Radea-Koss.
Vielleicht kann ich jetzt noch zwei Sätze ergänzen, weil jetzt verstehe ich auch, worum es geht. Ich habe bei Mehr Demokratie die ersten beiden Bürgerräte, den Bürgerrat Demokratie und den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundestag und dem Bundestagspräsidenten initiiert und geleitet bei Mehr Demokratie. Das ist vielleicht noch relevant zu erwähnen. Und dann haben wir noch mit uns zwei Bürgerinnen, die sich beteiligt haben am französischen und am deutschen Bürgerrat. Sven Mangin, bitte. Und vielleicht ist auch das Aussprechen nicht gut. Sven. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin Sven Mangin. Ich war Mitglied beim deutschen Bürgerrat Klima im Jahr 2021. Und Jean-Pierre Cabrol. Jean-Pierre Cabrol. Ich möchte hier Herrn Loïc Blondiot begrüßen, denn ich habe mich ja auch beteiligt an dem Bürgerrat zum Klima und ich gehöre auch der Governance an für den Bürgerrat Gesundheit, der gerade in Paris stattfindet. Ja, vielen Dank an alle und wir bedanken uns für Ihre Anwesenheit und Sie haben es akzeptiert, mit uns zu diskutieren. Wir möchten vielleicht unseren Austausch in zwei Teile aufteilen. Zuerst einmal werden wir die Organisation der Bürgerräte auf französischer Seite und deutscher Seite präsentieren und dann werden wir auch sehen, ob dieses eine echte Änderung herbeiführt im Zusammenhang mit unserer Klimapolitik. Und dann werden wir uns auch die Fragen holen aus dem Chat und wir werden ebenfalls allen, also nicht allen natürlich das Wort geben, weil wir viel zu zahlreich sind, aber wenigstens einige Fragen, die uns als relevant hier erscheinen. Zum Anfang also möchte ich Loïc bitten, ob er vielleicht in 5 Minuten Maximum uns den Klimabürgerrat in Frankreich vorstellen könnte, vor allem damit unsere deutschen Freunde verstehen, worum es geht, wie alles organisiert wurde, welche ist die Ausgangsfragestellung, welche Fragen wurden gestellt an die Bürger, Bürgerinnen. Danke. Ja, ich werde das sehr schematisch machen, dementsprechend auch relativ kurz. Um einige Elemente zu erinnern. Zuerst einmal, wie kam es denn zu diesem Bürgerrat? Wir haben einen institutionellen Zusammenhang in Frankreich, der nicht unbedingt der partizipativen Demokratie zugunsten steht. Dementsprechend haben wir es hier mit zwei Geschichtsabläufen zu tun. Zuerst einmal Die Geschichte Frankreichs, also die Entstehungsgeschichte, und das alles hat angefangen eigentlich mit der Krise der Gelbwesten. Dieses hat stattgefunden oder gestartet im Winter 2018 und hat wirklich eine ganz, ganz starke Mobilisation herbeigerufen von einem Teil, zumindest der französischen Gesellschaft, mit Forderungen, die ebenfalls sehr wichtig waren. Da ging es um mehr direkte Demokratie. Und zwar anhand der nationalen Organisation eines Bürgerbegehrens, das eben initiiert wurde, wirklich von Seiten dieser Gelbwesten. Eine echte Kritik also dieser partizipativen Demokratie, zum Beispiel auf französischer Art, à la française, würden wir sagen, das nicht mehr gepasst hat. Und im Januar 2019 kam es dann zum Ausdruck des französischen Willens, insbesondere des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, darauf eine Antwort zu geben und einzugehen auf die Forderungen, dementsprechend mit zwei Tools darauf einzugehen. Die Debatte, die wirklich anhand von einer digitalen Plattform und eines großen Treffens mehr als 2 Millionen französische Bürger, Bürgerinnen vereint hat, um auf diese Fragen, um einige Fragen einzugehen. Aber das hat nicht zu viel geführt. Und dann der Bürgerrat für das Klima.
Das ist der zweite Schritt gewesen. Diese Idee des Bürgerrats ist inspiriert von ehemaligen Erfahrungen, insbesondere in Irland. Dieses wurde damals getragen von einer Aktivistenbewegung, die nannte sich die Bürgerwesten oder Bürgerinnenwesten. Und dieses wurde dann auch akzeptiert und übernommen von der Regierung. Das heißt, der Klimabürgerrat ist wirklich ein Moment dessen, was die OECD die Besprechungsphase genannt hat. Denn zur gleichen Zeit kam es auch zu der deutschen Organisation des Bürgerrats. Das heißt also, es ist nicht speziell französisch, ganz besonders nicht. Aber Frankreich hat diesen Bürgerrat zugunsten des Klimas eingeführt, weil man eben im Vorhinein die Gelbwestenkrise erlebt hatte. Wie wurde dieser Bürgerrat organisiert? Zuerst einmal ab Juni 2019, abgesehen oder außerhalb eines institutionellen Rahmens. Die Governance dieses Bürgerrats wurde geleitet von einer Kommission mit Spezialisten des Klimas, der partizipativen Demokratie. Ich war einer von diesen Vertretern und Mitgliedern des Wirtschafts- und Umweltausschusses. Das ist der Conseil, also der Rat sogar. Das ist eine der drei französischen Räte, der die organisierte Zivilgesellschaft darstellt und vertritt. Das sind zum Beispiel die verschiedenen Vereine für die Vertretung des Klimas, aber auch Gewerkschaften und dieses außerhalb eines legislativen Rahmens. Es wurde eine Frage gestellt an ausgeloste Bürger, Bürgerinnen. Wie könnte man bis zu 40% die CO2-Emissionen bis 2030 verringern? Diese Frage wurde begleitet von einem Engagement des Präsidenten, der sich ausgedrückt hat, beziehungsweise die Interesse verstanden hat, der Bürger, seiner Mitbürger, Bürgerinnen, und der gesagt hat, ich werde ohne Filter die Vorschläge der Bürger, Bürgerinnen entweder in ein Referendum, eine Bürgerbefragung organisieren oder ans Parlament weitergeben. Dieses Engagement und vor allem dieses ohne Filter hat also wirklich die Glaubwürdigkeit eigentlich eingeräumt. Die 150 ausgelosten Bürger, Bürgerinnen haben insgesamt 9 Monate lang gearbeitet, von September, Oktober 2019 bis zum Frühjahr 2020 und haben insgesamt 149 Vorschläge ausgearbeitet, die dann weitergeleitet wurden ans Parlament. Grundlegende Debatte war, sollte man diese Vorschläge an alle Franzosen weitergeben unter der Form eines Referendums oder nur an das Parlament? Und die Bürgerinnen haben sich dafür entschieden, weil es wahrscheinlich effizienter wäre, ihre Vorschläge direkt an die Abgeordneten zu geben oder weiterzuleiten, damit diese dann an eine, du hast noch eine Minute, sagt Sarah. Ja, ich werde ja dann im Nachhinein vielleicht noch einmal vielleicht auf die Organisation des Klimabürgerrats eingehen. Aber das, was dann geschehen ist, am Ende dieser vollständigen Initiative, ist, dass ein Gesetzesvorschlag, das sich nannte Klimaresilienz, dann auch verabschiedet wurde von dem Parlament ab den Vorschlägen. Aber das Hauptproblem ist, dass dieser Gesetzesvorschlagentwurf nur ungefähr 10% der gesamten Vorschläge übernommen hat. Und insbesondere wurden die am ehrgeizigsten und wichtigsten Vorschläge einfach beiseite gelassen und ignoriert, um diese Treibhausgasemissionen zu verringern, insbesondere diese. Die Schlussfolgerung ist dementsprechend ambivalent.
im Zusammenhang mit der Organisation und der Arbeit der Bürger haben wir das Gefühl, dass jedoch die französische Gesellschaft dieses als sehr gut empfunden hat. Die Bürger, Bürgerinnen sind davon ausgegangen, dass diese 150 ausgelosten Bürger wirklich die Frage beantwortet hatten, diese ursprüngliche Frage, diese wichtige Frage. Und dass sie wirklich gut gearbeitet hatten, dass sie also, dass hier mehr Bescheidenheit und eine eingeführt werden sollte. Alle diese 149 Vorschläge wurden wirklich sehr geschätzt, aber dann eine unwahrscheinliche Enttäuschung im Zusammenhang mit der Reaktion des Präsidenten Emmanuel Macron. So, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber es war auch notwendig, um zu beschreiben, wie das funktioniert. Das war sehr klar. Vielen Dank, Loïc. Ich werde also jetzt die gleiche Frage an Rabea stellen zu dem Deutschen Bürgerrat, der in einem anderen Zusammenhang entstanden ist. Und Sie werden sehen, es ist sehr interessant. Sie haben das Wort, Rabea. Alors,
Nous avions le patronage de Horst Köhler, qui était l'ancien président allemand, ce qui était très important, effectivement, parce que ça nous avait aidé de trouver les participants, parce qu'on pouvait effectivement mettre le patronage de M. Horst Köhler dans les courriers. Ça montre effectivement l'importance de cet événement. Et bien évidemment, ça nous a également aidé pour avoir une plus grande résonance des différentes recommandations. Ja, vielen Dank, Rabea. Um vielleicht etwas weiter dieses Thema der zwei Bürgerräte vertiefen, möchte ich vielleicht an Sven und Jean-Pierre mich wenden, die ja jeweils teilgenommen haben am französischen bzw. am deutschen Bürgerrat, um einiges aus ihrer Sicht der Dinge zu sagen, also aus Sicht des Bürgers, der an einem solchen Bürgerrat teilnimmt und ob sie zufrieden sind mit dem Ergebnis, dem Anschluss an den Bürgerrat. Vielleicht Sven als Erster. Ja, gerne. Fangen wir vielleicht mit dem Ergebnis an, weil das jetzt so die letzte Frage war, glaube ich. Ganz allgemein gesprochen, ja. Und vor allem auch mit dem Prozess. Ich glaube, für alle Teilnehmenden war es ein wirklich einfach sehr interessanter Prozess auch, weil ich glaube, die Gelegenheit, bei sowas mitzumachen, bietet sich jetzt nicht so oft im Normalfall. Und in dem Zusammenhang halt auch sehr lehrreich, weil man einfach die Gelegenheit hatte, sich... Angucken. Wer spricht denn da jetzt? Ja. Der da. Und man konnte sich halt sehr gut dann auch mal mit Leuten austauschen, wo man vielleicht sonst nicht unbedingt Berührungspunkte und Kontakt hat. Und was Rabea eben gerade schon angesprochen hatte, was halt wirklich sehr gut war und sehr hilfreich, dass man einfach... ganz viele verschiedene Expertenmeinungen auch hatte, dass man immer begleitet worden ist in dem Prozess durch Wissenschaft und entsprechende Beiträge und Einschätzungen und auch wenn man dann Fragen hatte und zusätzlich halt auch aus der Gesellschaft, wie Rabea gesagt hat, von der Feuerwehr zum Beispiel, aber auch internationale Beiträge, die einem dann ein bisschen Input geliefert hat. Was halt glaube ich, sehr besonders war bei uns, war einfach, dass es online war. Das war, glaube ich, für viele auch einfach sehr ungewohnt, dass es einfach ein kompletter Bürgerrat im Online-Format war. Das war dann vielleicht gerade für die ältere Generation etwas schwieriger, aber wurde letztendlich dann auch eigentlich ganz gut immer durch eine sehr gute technische Begleitung gelöst.
Ja, und vom Ablauf her hat man gemerkt, dass man recht allgemein begonnen hat und vielleicht auch mit teilweise anfangs eher emotionalen Positionen und im Zuge der Bearbeitung dann in den Diskussionen immer detaillierter geworden ist und man, glaube ich, jetzt auch ja, rückblickend darauf sagen kann, dass ja teilweise wirklich sehr umfassende und auch detaillierte Ergebnisse dabei rauskamen. Wo, glaube ich, auch man, ich glaube, die meisten, die mitgemacht haben und auch allgemein man sagen kann, dass man damit doch sehr zufrieden sein kann, ist natürlich auch immer abhängig, mit welcher Haltung man an so ein Projekt rangeht. Aber es sind ja letztendlich Empfehlungen und wenn man davon ausgeht, dass auf Grundlage dessen jetzt die Verantwortlichen weiterarbeiten oder im Anschluss an den Bürgerrat weitergearbeitet haben, kann man, glaube ich, sagen, dass man da doch sehr zufrieden mit sein kann, weil das doch, denke ich, eine sehr gute Arbeitsgrundlage sein kann, um ja insbesondere eine Handlungsrichtung vorzugeben und in vielen Punkten sogar auch schon recht detaillierte Ergebnisse. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt erst noch weiter was ergänzt werden soll oder ob das erstmal so reicht. Ja, vielen Dank. Ich sehe, dass es auch zahlreiche Fragen im Chat gibt. Wir werden dann versuchen, einige davon herauszugreifen. Natürlich werden wir nicht alle Fragen beantworten können. Also, wenn unsere Redner sehen, dass vielleicht bestimmte Fragen recht kurz gehalten sind und Sie dann vielleicht unmittelbar darauf antworten können, dann können Sie das gerne tun. Und Ja, am Ende möchte ich. werden wir noch einmal einige Fragen herausgreifen. Und jetzt wende ich mich an Sie, also mit einer ähnlichen Frage, dass Sie uns also etwas aus Ihrer Warte sagen zu dieser Erfahrung mit dem Bürgerrat und vielleicht auch einiges aus Ihrer Sicht sagen zu den Ergebnissen. Also Louis Blondiot hat es ja gesagt, dass nur 10% der Vorschläge in diesem Gesetzesentwurf übernommen wurden. Also vielleicht einiges aus Ihrer Sicht dazu. Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht ganz kurz. Was jetzt meine persönliche Wahrnehmung des Ganzen anbelangt und vielleicht dann noch mal ganz allgemein etwas zum Zweck dieses Bürgerrates. Also natürlich ist es eine ganz außerordentliche Erfahrung. Also die Personen, die da zusammengekommen sind, hatten ja nicht unbedingt großartige Kenntnisse, was diese Fragen anbelangt. Also manchmal hört das eben in der Tat am eigenen Tellerrand oder am eigenen Gartenzaun auf, obwohl ich persönlich beispielsweise mit dem Recycling befasst bin in meinem Berufsleben. Aber damit haben wir sehr viel lernen können und auch in zwischenmenschlicher Beziehung war das ganz unglaublich, denn zu einem Konsens zu kommen mit 149 Maßnahmen im Anbetracht all der verschiedenen Positionen, Persönlichkeiten, unterschiedlichen Hintergründe. Das ist also etwas Unglaubliches. Also ich werde diese Erfahrung so schnell nicht vergessen und bin auch gerne bereit, bei Bedarf so etwas erneut anzugehen. So, und dann, was den Zweck des Ganzen anbelangt, so haben wir uns natürlich 9 Monate lang sehr ausführlich damit befasst, haben dann also diese 149 Maßnahmen formuliert, sind im Élysée-Palast von Emmanuel Macron empfangen worden. Und er geht jetzt also da auch noch einen Schritt weiter. Er hat uns während des Konvents versprochen, dass er also das Ganze dann ohne Filter dem Parlament vorlegt. Und jetzt bildet er uns bei der Abfassung eines Gesetzesentwurfs auch mitzuwirken. Also da sind wir natürlich auf der einen Seite doch zufrieden und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass wir da schon auch etwas enttäuscht sind. Ganz einfach, weil zahlreiche Maßnahmen überhaupt nicht übernommen wurden und die, die übernommen wurden, natürlich sehr stark nach unten korrigiert wurden. Also das geht ganz einfach nicht weit genug. Auf der einen Seite, wie gesagt, Zufriedenheit, weil zum ersten Mal überhaupt ein Präsident der Französischen Republik sich mit diesem Thema befasst und ein Gesetz abfassen wird, das uns natürlich hier schon voranbringt. Aber wie gesagt, wir sind nicht zufrieden, weil das Ganze keinen wirklichen Impact hat in Bezug auf Klima, in Bezug auf CO2-Reduzierung. Also so würde ich das formulieren wollen. Und abgesehen davon, dass wir hier 9 Monate damit zugebracht haben, 150 Personen, also häufig eben auch am Wochenende,
muss man da natürlich schon auch sagen, dass wir hier wirklich sehr viel dazugelernt haben, also jetzt wirklich fast wie Profis über Klima diskutieren können und auf der anderen Seite hier eben wirklich auch sehr engagiert sind, um hier etwas zu erreichen und auf der anderen Seite die Tatsache, dass dann das Ganze nach unten korrigiert wird und einiges überhaupt nicht übernommen wird, das ist dann schon eher ein Misserfolg. Aber natürlich denke ich schon, dass letzten Endes dann Veränderungen von der Bevölkerung ausgehen werden und dann die Regierung dem Ganzen folgen wird. Also alles andere ist dann eben erstmal lediglich Greenwashing. Aber wie gesagt, wir werden weiter daran bleiben und werden ganz einfach versuchen, hier weiter zu agieren. Aber gut, die endgültige Entscheidung liegt dann natürlich bei der Regierung und da geht das ganz einfach nicht wirklich weit genug. Also von daher habe ich schon Angst, dass es Zeit brauchen wird, um hier weiterzukommen und wirklich unsere Ziele zu erreichen. Und häufig bringt man dann natürlich auch Klimaschutz in Verbindung mit Arbeitsplatzverlust oder mangelnde Rendite. Und es gibt aber neue Technologien und es ist sicher ausreichend Lösungen, um das Ganze miteinander zu kombinieren. Aber wie gesagt, eine tolle Erfahrung. Es ist einiges geschehen, aber jetzt muss man ganz einfach weiter dranbleiben, denn sonst fahren wir hier vor die Wand. Und also auch im Senat ist darüber diskutiert worden, über diese Bürgerrat. Und da habe ich auch gesagt, also beim Klima ist genauso wie mit dem Rauchen. Also man kann zwar jeden Tag vor sich hin rauchen und plötzlich kommt das böse Erwachen, weil es heißt Lungenkrebs nur noch einen Monat. Und so ist das eigentlich ganz ähnlich. Also man kann jeden Tag aufstehen und die Sonne scheint oder es regnet. Und irgendwann ist es dann aber vielleicht mal zu spät. Und die Regierung aufhören, muss bitte. Ganz einfach. Und wie gesagt, also wenn die Regierung nichts tut, dann hat natürlich die Bevölkerung die Konsequenzen zu tragen. Und das ist schon ein wirkliches Problem. Also das vielleicht kurz aus meiner Sicht. Ja, vielen Dank. Ja, es ist jetzt auf Deutsch. Gut, also dann setzen wir die Diskussion fort. Vielen Dank auf jeden Fall für diese zwei Wortmeldungen. Und ich achte natürlich sehr wohl auf die Zeit hier und werde mich als nächstes an Ronan wenden mit einer recht weit gefassten Frage und werde natürlich ihn bitten, da so knapp wie möglich darauf zu antworten. Aber ganz einfach meine Frage, wie Sie das Ganze analysieren, Tatsache, dass es heute so schwierig ist, dafür zu sorgen, dass unsere Regierung hier eine ambitionierte Klimapolitik verfolgen. Also warum diese Bremsen, diese Hürden und warum Bürgerräte in diesem Zusammenhang die Lösung sind, um hier voranzukommen, also sowohl in Deutschland als auch anderswo auf der Welt. Und dann nach Roman würde ich mich an Loïc wenden. Also zunächst Roman, vielen Dank. Ja, danke schön. Vielleicht nochmal zum Titel der Veranstaltung. Da wird ja Klima und Demokratie so ein bisschen gegeneinander gestellt. Und natürlich kann Klimaschutz nur mit Demokratie erreicht werden. Und es gibt zwei demokratische Probleme. Das eine ist, wenn wir jetzt nichts tun, verschieben wir das Problem in die Zukunft und die nachfolgenden Generationen werden kaum mehr Handlungsspielraum haben und können dann kaum mehr demokratisch agieren. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, wenn wir jetzt massiv handeln, wird das trotzdem massive Einschränkungen geben für die Menschen, die jetzt leben. Und auch diese müssen demokratisch legitimiert werden. Wenn man das nur verordnet und von oben dekretiert, wird es einen massiven Widerstand geben und am Ende werden die Dinge nicht umgesetzt. Das heißt, das Ganze geht nur mit mehr Demokratie. Wir brauchen demokratische Regelungen, Bürgerräte auf allen Ebenen, auch direkt demokratische Regelungen. Auf den nationalen Ebenen ist es wichtig, weil da die Grundlagen gelegt werden. Ich glaube, es braucht nicht nur Klimabürgerräte, weil Klimabürgerräte eigentlich viel zu breit sind, sondern man müsste spezifischer werden. Wir brauchen einen Bürgerräte zu Landwirtschaft, zu Verkehr, zu Strom, zu Wärme, um konkret zu werden, damit nicht nur
pro Bürgerrat dann 80 Ergebnisse rauskommen und dann Cherry-Picking stattfindet und die Regierungen sich das raussuchen, was sie wollen, sondern ein Bürgerrat, der vielleicht 5, 6, 10, vielleicht maximal 12 Ergebnisse hat, die auf eine bestimmte Frage, eine konkrete Antwort geben, das braucht es in Zukunft. Diese Klimabürgerräte am Anfang waren wichtig, um das Thema ins Bewusstsein zu heben, aber jetzt müssen wir konkret werden. Wir müssen auch runtergehen auf die Länder in Deutschland und auch auf die kommunale Ebene, denn wer soll denn am Ende das Ganze umsetzen? Wer dämmt denn dann sein Haus? Das kann ja nicht der Staat machen, das müssen die Bürger machen. Wo kommen denn die Windräder hin, die Abstandsregelungen? Wer soll denn die ganzen Solaranlagen bauen? Die ganzen Handwerker gibt es ja gar nicht. Ja, das müssen ja die Leute selber machen. Und deshalb brauchen wir auch Bürgerräte in jeder Gemeinde. Es gibt in Deutschland 11.000 Kommunen. Ja? Das heißt, wir brauchen mindestens 10.000 solche Verfahren. Und da ist ganz wichtig, und das betrifft alle Ebenen, dass es nicht nur Bürgerräte gibt und nur die Bürger einbezogen werden, also nicht nur Politik und Bürger, Politik, Verwaltung und Bürger, sondern dass auch die Wirtschaft vor Ort mit einbezogen wird, die Stakeholder vor Ort mit einbezogen werden. Es gab in Erlangen, das ist eine Stadt in der Nähe von Nürnberg mit ca. 100.000 Einwohnern, einen ganz spannenden Prozess. Da wurden die Fragen formuliert und es gab einen Bürgerrat, dann einen Stakeholderrat. Da saß dann der Chef von Siemens Energy drin, der Direktor von der Uni, Gewerkschaften und so weiter. Und die haben die Ergebnisse weiter bearbeitet und dann wieder an den Bürgerrat gegeben und wieder dann an die Stakeholder. Das heißt, so Schleifen dann gemacht. Und dann haben sie das Ergebnis vorgelegt. Dann wusste der Stadtrat, okay, die Wirtschaft ist dahinter, die ganzen Akteure sind dahinter, die Bürger sind da, das können wir umsetzen. Haben beschlossen, 30 neue Leute einzustellen, nur um die Ergebnisse umzusetzen. Das war ein super erfolgreicher Prozess, obwohl nur 25 Bürger da mitgemacht haben. Ja, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, das Ganze geht nicht ohne Input der Wissenschaft. Sonst wird in den Bürgerräten zu 90%, also das ist die Gefahr, dass zu 90% der Zeit über kleine Maßnahmen diskutiert werden, die fast nichts bringen und die großen Dinge wegfallen. Das heißt, man braucht immer auch einen Input, wo ausgerechnet wird, was bringt welche Maßnahmen überhaupt. Und die kleinen Sachen, die symbolischen Sachen kann man weglassen und man kann sich dann um die eigentlichen Dinge kümmern. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Herausforderungen. Auf Bundesebene ist jetzt was Erfreuliches passiert in Deutschland, nämlich der Bundestag hat beschlossen, 3 Bürgerräte zu machen. Der erste wird in diesem Jahr stattfinden, im nächsten Jahr noch 2. Da läuft jetzt gerade die Ausschreibung bis 31.3., bis 31.1., Entschuldigung. Und das wird eine ziemliche Signalwirkung geben. Wenn der Bundestag Bürgerräte macht, ganz offiziell beauftragt, finanziert, durchführt, dann wird es eine Sogwirkung zu dieser eh schon deliberativen Welle geben auf der Landes- und auf der Kommunalebene. Wir können freuen, dass da viel passieren wird. Und vor allem, was auch in Deutschland wichtig ist, auf kommunaler Ebene kann auch entschieden werden. Das heißt, die Ergebnisse eines Bürgerrats können auch per Bürgerentscheid dann direkt von den Bürgern beschlossen und legitimiert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es braucht also nicht nur Bürgerräte, sondern auch direkte Demokratie in Kombination. Und das ist dann ein kluges demokratisches Setting. Ja, vielen Dank und damit weiter mit Loïc. Ja, ich darf mich sehr kurz fassen. Ich habe vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit, dann nochmal zu Wort zu kommen. Also möchte ich sofort sagen, wie wichtig mir das scheint, hier einen solch deutsch-französischen Austausch zu haben, denn es gibt zahlreiche Initiativen und in der Regel der Fälle wissen wir nicht wirklich Bescheid über das Nachbarland. Und ich bin sehr beeindruckt von den Erfolgen in Deutschland. Also finde auch ganz toll, dass wir hier mit insgesamt 240 Personen darüber diskutieren. Und das ist ja hier nicht nur eine rhetorische Übung, sondern ich bin wirklich sehr zufrieden, hier mehr Demokratie kennenzulernen und die Ergebnisse der deutschen Bürgerräte. Und Roman hat es schon gesagt, Jean-Pierre ganz genauso. Also die Erfahrung aus diesen Bürgerräten in Frankreich. Wir haben ganz einfach gesehen, dass so wie das funktioniert hat bisher, kann partizipative Demokratie oder Bürgerbeteiligung diese Krise nicht lösen. Wenn man also immer kurzfristige Interessen nur sieht, finanzielle oder wirtschaftliche Interessen, da zeigt sich ganz einfach, dass das nie ambitioniert genug sein wird, in politischer Hinsicht, um hier das Schlimmste zu vermeiden. Und es ist ja schon mehrfach gesagt worden, wir haben ganz einfach nicht mehr ausreichend Zeit,
um hier diese Politik der kleinen Schritte weiterhin zu praktizieren. Also eben wenig ambitionierte Maßnahmen, wo man ganz einfach immer nur reagiert und Glauben macht, dass man hier also in der Tat diese Umweltkrise ist ja nicht nur die Klimakrise Rechnung trägt. Es geht ja auch um Aspekte wie Biodiversität und so weiter. Und zweitens haben wir gezeigt, dass die Bürger nicht nur in der Lage sind, hier etwas zu tun, obwohl es ja immer Vorurteile gibt bezüglich der Kompetenz einfacher Bürger. Aber wir haben gezeigt, dass ganz normale Bürger in der Lage sind, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und gleichzeitig auch Maßnahmen zu finden, die relevant sind und im öffentlichen Interesse liegen. Also haben wir hier schon auch eine gewisse Überlegenheit einer solchen direkten Demokratie nachgewiesen. Und das war natürlich rein historisch gesehen auch wichtig, das auf nationaler Ebene nachzuweisen, weil wir haben immer gesagt, partizipative Demokratie kann auf lokaler Ebene funktionieren, aber auf nationaler Ebene aufgrund des komplexen Charakters geht das nicht. Aber dank der Unterstützung der Experten waren die Bürger hier auch auf der Höhe dieser Herausforderung. Und dann eine dritte Herausforderung. Und damit will ich dann auch abschließen, damit andere ganz genauso zu Wort kommen, zeigt, dass wir diese wesentliche Krise für die Menschheit nur mit den Bürgern und nur auf demokratische Art und Weise lösen können. Also ich glaube, eine solche wohlwollende Tyrannie, die schon angesprochen wurde oder Experten oder Regierung oder so. Also das ist ein Mythos. Wir haben gesehen, dass noch nie in der Geschichte Minderheiten an der Macht im allgemeinen Interesse Entscheidungen getroffen haben. Wir müssen die Bürger hier mit einbeziehen, nicht nur um diese Politik oder diese Maßnahmen zu legitimieren, weil das ja dann einen wirklichen Bruch darstellen wird, wirklich strukturelle Veränderungen für unsere Lebensweise, für die Organisation unserer Gesellschaften. Da müssen die Bürger einbezogen werden. Und die Oligarchien, die in unseren liberalen Demokratien haben natürlich überhaupt kein Interesse daran, im allgemeinen Interesse etwas zu entscheiden, ihre Privilegien aufzugeben und ihre Lebensweise aufzugeben. Also ich habe versucht, mich hier sehr kurz zu fassen in meiner Antwort. Und ich denke aber eben ganz einfach, dass es hier um enorme Herausforderungen geht. Also, dass wir unsere Gesellschaften wirklich nur retten können, ja, also in klimatischer Hinsicht nur dann das Schlimmste vermeiden können, indem wir unsere Institutionen demokratisieren und hier mehr Demokratie zulassen. Es wird nicht ausreichen, hier nur Bürgerräte einzusetzen mit einem Mini-Publikum. Wir müssen hier wirklich auch demonstrieren. Wir müssen uns das Recht zu Nutze machen. Wir müssen natürlich auch mit den traditionellen Institutionen zusammenarbeiten, dass also die grüne Bewegung Regierungsverantwortung hat und so weiter. Ja, vielen Dank, Luig. Und damit wende ich mich an Jonas, dem ich ganz herzlich danke, weil ich sehe, dass er gleichzeitig ja auch im Chat übersetzt und damit alle Hände voll zu tun hat. Aber Jonas, vielleicht, wenn du auch noch mal kurz hier vielleicht einige Fragen aus dem Chat an uns übermitteln kannst. Natürlich werden wir nie alle Fragen beantworten können. Ich habe ja von meiner Seite dann auch noch Fragen an die Teilnehmer, insbesondere auch Ines, die wir bisher noch nicht wirklich gehört haben. Also Jonas, vielleicht ganz kurz ein oder zwei Fragen, die wir vielleicht bisher überhaupt noch nicht beantwortet haben. Genau, eine wiederkehrende Frage ist bezüglich der Ergebnisqualität, wurde ja auch schon ein bisschen diskutiert, wie viel Prozent der Ergebnisse umgesetzt wurden dann auch wirklich, aber so ein bisschen die Frage, inwiefern das angesichts des Klimawandels, wo ja auch die repräsentative Demokratie nicht mit dem richtigen Tempo hinterherkommt und darauf reagiert, wie das mit Hinblick auf die Klimakipppunkte denn
Bürgerräte der richtige Weg sind? Ist da nicht vielleicht die Energie eher, also eine Frage war, ist die Energie nicht besser im zivilen Widerstand aufgehoben? Wer soll darauf antworten? Also ich. Ja, Roman, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht anfangen wollen. Ja, ich kann das ganz kurz machen. Es ist ja nicht so, dass das Potenzial an bürgerschaftlichem Engagement ausgeschöpft ist. Ich glaube, wir müssen alle Formen, alle demokratischen Formen nutzen. Ziviler Widerstand ist genau richtig, ist manchmal das Einzige, was wirklich was hilft. Demonstrationen auf die Straße gehen, festbeben, egal was. Und auf der anderen Seite braucht es auch konsensuale Verfahren, wenn es um die Umsetzung geht, wenn es darum geht, wie machen wir es denn ganz genau. Also ich würde da nichts gegeneinander ausschließen, sondern das ganze Paket, alle Maßnahmen zusammen, auch direkt demokratische Entscheidungen gehören dazu. Noch man muss Frage ja in der Regel... Vielleicht eine anschließende Frage, die dann auch aufkam, ob wie die Bürgerräte denn auch radikalen Lösungen gegenüberstanden, also beispielsweise dem Degrowth-Ansatz. Also Bürgerräte sind in der Regel nicht radikal. Ja, das ist der Punkt, sondern das sind in der Regel, je nachdem wie die Fragestellung ist, gibt es auf die Fragestellung eine vernünftige Antwort oder eine Antwort, mit der viele Leute leben können, was aber oft viel weitreichender ist, als die Politik den Bürgern zutraut. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Die Politik hat oft Angst davor, den Bürgern etwas zuzumuten. Wenn man die Bürger dann direkt fragt, gehen sie viel weiter, als die Politik ihnen das zutraut. Und das ist das Wesentliche an Bürgerräten, würde ich sagen. Genau. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob jemand anders reagieren möchte auf diese Fragen. Und also, wie gesagt, Yara Bär vielleicht. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine andere Frage aus dem Chat. Denn was Sie jetzt gerade gesagt haben, da hat man den Eindruck, dass die deutschen Bürgerräte hier doch entsprechende Entscheidungen in politischer Hinsicht erzielt hatte, die vielleicht weitergegangen sind als in Frankreich. Ich weiß nicht, ob jemand diese Frage beantworten kann, aber ist vielleicht einer der Gründe dafür auch in der Natur der Vorschläge zu suchen? Also waren vielleicht die französischen Vorschläge sehr viel ambitionierter, radikaler als in Deutschland oder hat das überhaupt nichts damit zu tun oder ist es vielleicht auch eine Frage des Timings, weil die Bürgerräte ja vor den deutschen Wahlen stattgefunden haben. Weiß nicht, ob jemand von Ihnen vielleicht darauf eine Antwort hat.
radikal. Ich weiß nicht so sehr, wie es da so beschrieben wurde von der vom Deutschen Bürgerrat, aber unsere Maßnahmen sind nicht unbedingt radikal. Es ging ja darum, das Ziel zu erreichen. Man hat uns eine ganz präzise Frage gestellt und wir wollten nur und haben uns bemüht zu antworten. Es ging ja nicht darum, für uns eine Position auszuarbeiten, sondern es ging ja wirklich darum, zu antworten und dann natürlich auch Empfehlungen auszuarbeiten, wie zum Beispiel Transport. Das Transportwesen ist ja ausschlaggebend für die Emissionen von CO2 und wir haben damals gesagt, es muss die Bahn ausgebaut werden. Und wir hatten auch damals gesagt, es sei unbedingt notwendig, die französischen Binnenflüge zum Beispiel zu vermeiden, wenn man mit der Bahn fahren kann, unter anderem. Also für weniger als 2 Stunden. Und ab dem Moment, wo es, wie gesagt, eine Bahnlösung gibt, für die Flüge hat man sich geeinigt, aber für den allgemeinen oder gesamten Ausbau zum Beispiel der Bahn für Güterverkehr und auch für Personenverkehr, da wurde nichts gemacht. Radia. Vielen Dank. Ich verstehe also auch, dass dieser Austausch sehr nützlich ist. Und wir könnten vielleicht weitergehen beim Vergleich, denn die politischen Systeme sind anders, aber man kann sich ja immer anreichern anhand der anderen Aussagen, der Meinungen und der anderen Kultur. Ich würde vorschlagen, wir gehen über zu dem zweiten Teil, auch wenn wir schon die Frage gestellt haben. Aber hat denn die Beteiligung denn etwas herbeigeführt, eine politische Änderung oder zumindest dazu geführt, dass man zum Beispiel die Politik beeinflussen kann? Wir haben es ja in Frankreich auch gesehen, es gab einige lokale Initiativen in Städten oder in Regionen. Es gibt einen Bürgerrat jetzt im Zusammenhang mit dem Lebensende. Und Loïc Blondiot wirkt unter anderem da mit. Könnten Sie uns vielleicht kurz etwas dazu sagen? Gibt es denn zum Beispiel auf lokaler Ebene mehrere Initiativen, die ergriffen worden sind seit dem Klimabürgerrat? Rabea, eine Frage an Sie. Entschuldigung, es war eine Frage an Roman. Roman, haben Sie die Frage gehört? Hat sich etwas getan auf regionaler Ebene seit dem Klimabürgerrat? Ja, natürlich. Es gibt unglaublich viele Gemeinden, die jetzt aktiv werden wollen, die Bürgerräte machen wollen, die sogar Bürgerräte zu Themen machen wollen, wo Bürgerräte gar nicht so sinnvoll sind. Weil Bürgerrat ist manchmal so wie ein Hammer und dann schaut jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja? Es gibt ja noch viel mehr Verfahren wie Bürgerräte. Man muss auch in kleinen Gemeinden nicht immer auslosen, dann kann man das auch ko-kreativer machen. Aber so vom Prinzip kann man davon sprechen, dass es eine Vielzahl von Verfahren gibt und noch mehr geben wird. Und der springende Punkt wird dann sein, was auch jetzt im Chat schon öfters diskutiert wurde, was davon wird dann umgesetzt. Ja, und dann kann es auch sein, wenn sozusagen das wie so eine,
wie so ein lahmes Instrument dann identifiziert wird, weil, wenn die Ergebnisse nicht umgesetzt werden, kann diese Welle auch wieder schnell abbrechen. Ja? Deshalb kommt es jetzt darauf an, dass die Bürgerräte sozusagen spezifischer werden, genauer werden, dass Bürgerräte Probleme lösen, die die Politik wirklich hat, nicht nur so allgemein Forderungen machen, die zwar nice to have sind, aber die den Politikern die Probleme, die ihnen vorliegen, nicht löst. Und deshalb braucht es da eine genauere Zusammenarbeit zwischen der Politik und den Durchführenden und der Verwaltung. Und dann wird da ein Schuh draus. Und ich sage es nochmal, also mindestens in Deutschland ist es so, auch hier ist direkte Demokratie ganz wichtig, dass Bürger dann bei bestimmten Dingen, wo sich die Politik nicht traut, auch direkt entscheiden können. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und auf Landesebene auch. Ja. Vielen Dank, Roman. Sie werden dann auch das Wort erhalten, aber jetzt geben wir das Wort an Ines. Also, aufgrund dessen, was wir bisher jetzt alles gesagt haben, wie können Sie den Erfolg des Bürgerrats beurteilen? In Frankreich hatten wir zum Beispiel eine Mode. Wir hatten die sogenannten Beteiligungsbudgets und so weiter. Wir haben das Gefühl, das geschieht jetzt genauso mit den Bürgerräten. Diese Tools bringen sehr viel Hoffnung auf. Und wie beurteilen Sie jetzt die Ergebnisse ganz konkret? Ja, hallo von meiner Seite. Guten Abend an alle. Schön, dass so viele hier sind. Also ich habe ein paar Folien vorbereitet und ich muss gleich vorweg sagen, so ganz konkret es zu beurteilen, ist noch schwierig, weil eigentlich die Ära der Klimaräte noch in den Kinderschuhen steckt und wir noch keine endgültigen Aussagen treffen können, wie gut oder stark oder nicht gut und nicht stark sie gewirkt haben und auf wen. Aber ich möchte versuchen, basierend auf dem, was ich vorbereitet habe und ein bisschen, was ich jetzt gehört habe, ein paar Folien zeigen, wenn ich darf, bitte, und ein bisschen darauf eingehen und auch auf die Wirkung des österreichischen Klimarats. Dazu wurde ich zumindest gebeten. Und ich schaue, dass ihr nicht länger als 6 bis 7 Minuten redet. Bitte gern mir sagen, wenn noch 2 Minuten sind. Also ich spreche heute für das KNOCA, das Knowledge Network on Climate Assemblies. Ich nehme an, das kennen einige von euch. Moment, ich muss die Bildschirmpräsentation. Seht ihr meinen ganzen Bildschirm? Ja, okay. Vielleicht ein paar Worte zu KNOCA. Das ist ein in Brüssel seiender, basierter Think Tank, also ein Netzwerk, das aber eigentlich europäisch basiert ist und dessen Ziel es ist, eigentlich Klimaräte, die es gibt, zu verbessern. Am Beginn, wenn sie einmal beauftragt werden, im Design, in der Umsetzung, in der Wirkung und dann auch in der Evaluierung, um eben die ganzen Erfahrungen zu nutzen, die wir in vielen Klimaräten oder in einigen ja schon gemacht haben. Es gibt 500 Mitglieder bei KNOCA aus 39 Ländern, die wirklich von zum Teil politischen Mandataren bis hin zu Wissenschaftlern, interessierten Bürger ranken. Und die Website von KNOCA kann ich nur empfehlen, weil da findet ihr wirklich viel Material, nicht nur über schon bestehende Klimaräte, sondern auch, wenn man einen starten will, wie geht das? Wo hole ich mir da Erfahrung her und die Informationen und so weiter? Kann ich nur empfehlen. Eine Bitte war mal darzulegen, wie viel bis heute, soweit KNOCA das weiß, es schon Klimaräte gab, und zwar national, aber auch regional. Hier sieht man verteilt die roten, das sind die regionalen, und die gelb-grünen, das sind nationale, die es bis jetzt gab. Dann gab es einen globalen während der letzten Klimakonferenz. Und es gab vor kurzem die Konferenz Future of Europe, wo auch Bürgerinnen beteiligt waren. Hier ein kurzer Überblick, wo fanden regionale und lokale Klimaräte statt. Also es gab 11 nationale, ihr seht hier die Länder aufgelistet. Und dann eindeutig Spitzenreiter ist UK, weil es dort einfach schon eine lange Tradition von Bürgerinnenbeteiligung gibt. Aber auch zum Beispiel Deutschland hat viele regionale oder Polen, genau. Und es werden immer mehr, wie wir schon gehört haben, der Hype, dazu gleich später mehr. Warum macht man jetzt eigentlich Klimaräte und warum ist die Partizipation, Entschuldigung, den Schreibfehler in der Klimagovernance eigentlich wichtig? Hier ein paar Ideen, warum. Einerseits hofft man natürlich mit diesen Klimaräten
Basis zu kriegen, damit robuste und ehrgeizige Klimaschutzpolitik gemacht wird, die aber auch die Interessen, Bedürfnisse und Einstellungen der BürgerInnen reflektiert. Dann, es gibt manchmal so politische Deadlocks. In Österreich sind das Windräder, ja oder nein. Das ist in einigen Bundesländern, steht man da an, man kommt nicht weiter. Und so Klimaräte können solche Barrieren vielleicht aufbrechen, wenn irgendwas schon so verworren ist. Und damit steigt vielleicht bei PolitikerInnen wieder der Wille und auch die Zuversicht, dass sie handeln können. Legitimität und öffentliche Akzeptanz von vielleicht unangenehmer Politik wird natürlich erhöht, auch vor allem deswegen, da der Klimawandel eigentlich schon spürbar ist. Die Bürgerschaft selbst bekommt mehr Wissen und Bewusstsein, vor allem die Teilnehmenden, aber die streuen viel aus und reden mit vielen. Das ist bei allen Bürgerklimaräten passiert. Demokratie kann durch eine konsultative Demokratie bereichert werden und es gibt sowas wie eine Lizenz zu agieren. Das hier gehe ich nicht im Detail durch, aber das findet man auch bei GNOKKA, die sich jetzt einmal Gedanken gemacht haben, worauf gibt es denn überhaupt einen Impact? Einerseits auf die Politik, aber natürlich auch auf die gesellschaftliche Ebene und auf die systemische. Und dann gibt es verschiedene Formen von Impact. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die Folie ganz sehe, weil meine Leiste da oben ist. Hoppala, Entschuldigung. Ich nehme jetzt nur als Beispiel was raus. Also offenkundig ist natürlich, man möchte auf die Politik instrumentelle Wirkungen haben. Also es sollen einfach in der Klimapolitik sich was ändern, in der Debatte und auch dann in der Politik. Aber es sollte sich auch systemisch was ändern, nämlich dass vielleicht das demokratische System sich ändert und neue Formen, oder nicht ändert, sondern komplementiert wird durch neue Formen der Demokratie. Oder es gibt Impact auf, wie die Leute denken, also ihr Verhalten, ihre Einstellungen, ihr Wissen. Es ist ganz klar, dass das passiert durch einen Klimarat, zum Beispiel auch auf politische Mandatare, dass ihr Wissen erhöht wird, nicht nur auf die teilnehmenden Bürgerinnen. Oder dass Capacity gebildet wird, also dass Menschen mehr Fähigkeiten haben, sich entwickeln können und mehr Mut haben, Dinge umzusetzen, zum Beispiel im sozialen Umfeld, innerhalb von Wirtschaft oder auch Medien, dass die einfach diese Themen anders unterstützen und transportieren. Also es ist nicht nur die Wirkung auf die Politik und die teilnehmenden 100 BürgerInnen, sondern viel, viel weiter. Und NOKKA versucht das jetzt schon systematisch zu untersuchen, aber noch nicht so, dass man jetzt schon robuste Ergebnisse hat. Die Frage, warum es gerade so einen Hype um Klimaräte gibt, da habe ich jetzt eine Aussage unlängst gehört, dass Klimaräte der Gipfel dessen sind, was die OECD als Deliberative Wave nennt. Also diese Welle, wo verhandelt wird, eine Verhandlungswelle mit nicht nur Politikerinnen oder Expertinnen, sondern auch Laien. Und man könnte schon fast denken, sie finden ständig und überall statt, dem ist natürlich nicht so. Aber was dahinter steht, ist eigentlich, dass man durch die Klimaräte, die immer mehr werden, unsere Defizite erkennt. Einerseits in der aktuellen Klimaschutzpolitik und andererseits in der demokratischen Praxis. Und der Hype ist natürlich auch deswegen, weil viele von uns inklusive mir glauben, dass Klimaräte ein Weg sein können, um endlich die notwendige Klimapolitik in die Gänge zu bringen. Also es ist auch eine gewisse Hoffnung damit verbunden. Wie können Klimaräte wirken? Wir haben jetzt viel von Frankreich und Deutschland gehört. Ich gehe da jetzt vielleicht nur kurz durch. Wichtig ist, dass es bereits schon robuste Beweise gibt, dass die Teilnehmenden lernen. Lernen, verhandeln und dann Empfehlungen abgeben, die fast immer ehrgeiziger sind als die aktuelle Politik in ihren Regionen oder Ländern. Die Wirkungen hängen aber von verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem gab es zu Beginn ein politisches Mandat und einen klaren Auftrag. Das gab es eigentlich in Frankreich schon. Aber dann ist die Frage, wie ist die Integration in das politische System? Das war dann nicht mehr so gut, wie wir gehört haben. In Deutschland gab es kein politisches Mandat, ein Auftrag in dem Fall auch nicht. Es wurde selbst ein Auftrag gegeben. Und dann ist natürlich die Qualität und die Transparenz des Prozesses ganz wichtig für die Wirkungen, neben vielen anderen Faktoren. In Irland, ich habe jetzt ein paar Beispiele, wie es auf Politik gewirkt hat, da wurden viele der Empfehlungen des Bürgerrats 2016 bis 2018 umgesetzt. Da gab es ja dann Volksabstimmung zur Homo-Ehe, zur Abtreibung und auch zu einigen Klimaschutzpolitiken. Also das war ganz eine starke Wirkung, auch auf andere politische Prozesse. In Schottland wurden auch einige sehr spezielle Empfehlungen umgesetzt. In Frankreich haben wir gerade gehört, dass es nur 10% waren und vieles davon auch modifiziert. Ich kann dann auch noch was zu Österreich sagen. Neben der Wirkung auf die Politik ist die Frage, wie wirkt es denn auf andere Stakeholder im Land? Und da gibt es zum Beispiel in UK das Climate Change Committee, das hat die Empfehlungen genutzt, der Climate Assembly in England und hat ihr Budget
basierend auf diesen Empfehlungen entwickelt und auch in ihre Arbeit so interaktive, partizipative Methoden integriert. Der dänische Klimarat war zwar nur einmal, aber hat einen, weiterhin einen gewissen Status bekommen bei Sozialpartnern. Auch hier gibt es mehrere andere Fälle. Was auch wichtig ist, ist die öffentliche Debatte. Hier hat die Lise Desautels, die war eine der wichtigen Personen im französischen Klimarat, mir gesagt, dass es eigentlich schon eine sehr intensive öffentliche Debatte gegeben hat über Klimawandel und Energiewende in Frankreich. Nicht nur, aber auch durch, diese durch den Konvent. Das hoffe ich, dass das stimmt. Dann gab es auch zum Beispiel verschiedene mediale Abdeckungen. Das war in Frankreich sehr gut, in Österreich sehr gut, in Deutschland auch nicht so schlecht, in England und Irland auch ganz gut. Also auch das ist wichtig. Wie wirkt es auf die Medien? Und auf die Teilnehmenden kann man durchweg sagen, das haben wir heute auch von unseren zwei gehört, es gibt einen starken Effekt auf eigene Einstellungen, Wissen wird erhöht, es passiert ganz viel Lernen, auch soziales Lernen. Aha, ich höre mal der anderen zu, ohne zu werten, verstehe plötzlich ihre Beweggründe, ihre Bedürfnisse, ihre Emotionen und kann dann ganz eine andere Einstellung haben und mein Verhalten ändern. Und das ist oft echt anhaltend. Und es gab und gibt immer wieder Aktivierungen für politische oder überhaupt Aktivitäten. Auch in England gingen, sieht man bei den BBC-Filmen so schön, Mensch danach in die lokale Politik. Und abschließend vielleicht noch, weil ich eher Expertin des österreichischen Klimarats bin, welche Wirkungen können wir bei uns schon sehen? In aller Kürze hat letztes Jahr ein halbes Jahr getagt, von Jänner bis Juni. Es gab ca. 90 Teilnehmende, 93 Empfehlungen. Eingesetzt wurde er vom Nationalrat, basierend auf dem Klimavolksbegehren, das 400.000 Menschen unterschrieben haben. Und dieses Volksbegehren hat unter anderem mehr Partizipation in der Klimapolitik gefordert. Und durchgeführt hat es dann das Ministerium für Klimaschutz, bei dem ich dann auch währenddessen angestellt war. Welche Wirkungen kann ich sagen, dass wir hatten? Wir hatten ein politisches Mandat, aber wir hatten nie das Zugeständnis, dass irgendwas umgesetzt wird. Dadurch war das Mandat schwach. Was passiert ist nach der Übergabe an Regierung, Präsident und Nationalrat der Empfehlungen, dass 7 Ministerien das über den ganzen Sommer diskutiert haben und dann ein Dokument gemeinsam geschrieben haben, wo sie jede Empfehlung hernehmen und eine Rückmeldung geben. Unterschiedlich in der Qualität, aber das waren die Beamten und nicht die PolitikerInnen, also noch keine politischen Entscheidungen. Es hat aber die Umweltministerin gesagt, das ist jetzt die Basis, um in den politischen Diskurs zu gehen. Ein bisschen später, aber immerhin. 2 Empfehlungen wurden implementiert oder schneller. Einerseits Verbot von Vernichtung von Neuwaren, wenn es von Amazon oder so zurückgesendet wird. Oder dass ein Zentrum für Kreislaufökonomie eingerichtet wurde bereits. Was aber schon zu sagen ist, ist, dass, das habe ich vorher auch gehört, die Umsetzung passiert ja nicht nur im Bund national, sondern vor allem auch in den Bundesländern oder in den Gemeinden. Und in den Bundesländern gab es schon eine erste Runde, wo die Ergebnisse präsentiert worden. Yes, oui, oui. Noch eine oder 2 Minuten maximal. Danke. Ja. Merci. Genau, es gibt jetzt eine zweite Runde an Treffen, wo es wirklich um Implementierung geht. Also ich werde davon eines moderieren in Kärnten, weil es ist das Bundesland, woher ich komme. Und letzte Folie. In Österreich gab es ganz eine starke Wirkung auf die öffentliche Debatte. Auch wir hatten einen Stakeholder-Beirat mit NGOs, Sozialpartnern, Gewerkschaften und so weiter. Und die, sagen sie, beziehen ganz oft die Ergebnisse mit ein. Also dieser Bericht ist wie eine Bibel, die sie nehmen. Dann eine sehr gute, entschuldige, das ist teilweise noch Englisch, weil ich hatte die Folien zuerst auf Englisch, Medienabdeckung und die Teilnehmenden, das war wahnsinnig spannend zu sehen, welche Lernprozesse oder emotionalen Prozesse da abgingen. Sie haben dann beim letzten Wochenende im Juni einen Verein gegründet, den Verein des ersten österreichischen Klimarats, wo die Hälfte von ihnen ordentliche Mitglieder sind und dann gibt es jemanden wie mich und viele andere, also außerordentliche Mitglieder, die extrem aktiv sind politisch. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, würde ich sagen. Ich habe ein Paper schon gepostet im Chat. Es gibt vom IHS-Institut für höhere Studien einen schönen Vergleich zwischen den Wirkungen von Irland, Frankreich, Deutschland und Schottland. Das kann man sich auch gerne anschauen. Und was ganz wichtig ist, so mein Tipp, wenn es irgendwie möglich ist, auch ohne Mandat, politische Akteure von Beginn an bis zum Schluss mit einzubeziehen, dann hat man, glaube ich, mehr Wirkung. Und damit möchte ich meine 7 oder 8 Minuten, die ich schon strapaziert habe, beenden. Dankeschön.
Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Ines. Und tut mir leid, tut mir wirklich leid, dass ich das, hier Ihre Redezeit beschränken musste. Wort wegzunehmen. Und ich, Teilnehmer darauf reagieren möchte. Teilnehmer würde ich vielleicht vorschlagen, dass sich dazu melden möchte. Wir möchten Fragen allerdings aufgreifen. Auch pünktlich ja beenden unsere Konferenz. Aber wie gesagt, also, wenn Sie 10 Minuten. Kurz die Hand heben würden, Sven vielleicht, wer hat sich da schriftlich gemeldet? Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wollte auch noch mal daran anschließen und auch was Roman und die anderen alle noch gesagt hatten. Im Grunde auch der Umgang mit den Ergebnissen in Deutschland und wie das dann so aus Teilnehmersicht auch ist. Und vor allem auch so zu der Frage, wie man als Teilnehmer jetzt den Bürgerrat als Instrument so sieht. Wenn man jetzt so die Frage ganz platt stellen würde, ob jetzt der Bürgerrat alleine das Klimathema lösen kann, würde ich sagen, nein. Aber es ist halt ein sehr gutes Instrument, was auf jeden Fall ein Baustein davon sein kann. Es ist halt einfach so, dass das ganze Thema Klima ist ja ein sehr umfassendes und auch einfach gesamtgesellschaftlich muss es gelöst werden. Und eigentlich gibt es viele Akteure, die da ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Das ist die Gesellschaft allgemein, das sind die Politiker, das sind auch Unternehmen in ihrer Verantwortung. Und die Bürgerräte mit ihren Ergebnissen können da entsprechend Input liefern oder auch etwas dazu beitragen. Wichtig ist dann halt, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Im Grunde, war, glaube ich, auch eine Frage im Chat, wie das aussieht mit ob das nicht eine bindende Empfehlung sein könnte und dass der Bürgerrat was entscheidet und dann wird das umgesetzt, sehe ich ein bisschen zweifelhaft. Ich würde mir gut vorstellen können, dass es halt so laufen muss, dass Bürgerräte Empfehlungen vorbringen, wie Ines das auch gesagt hat, und sich dann damit ernsthaft auseinandergesetzt werden muss und es dann wirklich zu allen Punkten eine Stellungnahme gibt, ob die umgesetzt wird und wenn nicht, dann warum nicht und was dann stattdessen gemacht wird, um das übergeordnete Ziel zu erreichen. Das ist jetzt im Fall von Deutschland, finde ich, so zweischneidig. Einerseits sind Sachen umgesetzt worden und wir haben auch teilweise Rückmeldungen von Fraktionen bekommen oder auch von einzelnen Ministerien, aber es gab jetzt nicht ein formalisiertes Papier, was einmal gezeigt hat, so, das sind die Empfehlungen, da wird so entsprechend mit umgegangen. Das hätte ich mir gewünscht, das wäre nochmal sinnvoll gewesen. Problematisch hätte es, glaube ich, also wir haben zumindest vom aktuellen System, was wir haben, repräsentative Demokratie ist aktuell nicht möglich und ich weiß nicht, ob wir auch überhaupt schon so weit sind, dass das direkt so ist, aber dass sich halt dann auf jeden Fall damit ernsthaft auseinandergesetzt werden muss und das in dem Sinne verbindlich ist, wäre, denke ich, schon sinnvoll. Und was quasi den ganzen Bürgerrat erfolgreich macht oder was wichtig ist, ich glaube, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ist, dass man einmal diese wissenschaftliche Begleitung hat und dazu gehörend auch die Transparenz, dass nachvollziehbar ist, wie kam es zu den Ergebnissen, damit die Ergebnisse des Bürgerrates selber auch entsprechend verwertbar sind und danach das, was ich sagte, dass halt der verantwortungsvolle Umgang damit und da kommen wir quasi zu dem, was vor einiger Zeit schon in unserer Veranstaltung, was Roman angesprochen hatte und auch andere, dass mit zivilem Ungehorsam und so weiter, dass wenn jetzt diejenigen, die als nächstes in der Verantwortung wären, auf Grundlage von den Empfehlungen weiterzuarbeiten. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen vielleicht andere Akteure da dann einschreiten und da entsprechend Druck machen. Das können die Öffentlichkeit sein, das können die Medien sein. Da sind viele Akteure, die ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Und manche wären das vielleicht gerade noch nicht und brauchen da vielleicht noch mal ein wenig Motivation. Und da können halt auch, denke ich, Bürgerräte wichtiges Instrument zu sein. Ja, vielen Dank. Und Loïc, ebenfalls eine Minute, bitte nicht mehr. Ja, ja, völlig klar. Also die Erfahrung zeigt auf jeden Fall, dass das Problem der Bürgerräte also nicht unbedingt ein Problem mit der Konzeption hat. Also wir wissen, wie das auszugestalten ist. Wir wissen, dass wenn es ein klares Mandat gibt, eine präzise Fragestellung und wenn man natürlich auch die entsprechenden Mittel in die Hand gibt, man braucht entsprechende Zeit, weil manches läuft in 2-3 Wochenenden mit wenig Information. Das ist natürlich alles andere als seriös. Also es braucht ganz einfach einen robusten Prozess,
wo dann wirklich solche Entscheidungen getroffen werden können. Also das alles sind wir in der Lage zu tun. Aber wir sind eben noch nicht so weit, dass wir ja wirklich garantieren können, dass diese Mittel dann entsprechend Einfluss haben auf die anderen Akteure im politischen System. Noch mal an den Kontext zu erinnern. Also wir haben ja Regierungen, die ihre ganz eigene Agenda haben. Die regieren in Abhängigkeit von Interessen, von Ideologien, die in puncto Klima, das sehen wir in dem Moment ganz eindeutig, keinesfalls die Absicht haben, umzusetzen, was die Bürgerräte als Ergebnis vorlegen. Es gibt einen Weg, der mir von Interesse scheint und den wir überhaupt nicht angesprochen haben, und das eine Kombination aus Bürgerräten und einem Referendum. Denn die Zukunft hängt da natürlich ab von der Kombination aus beiden. Das scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein, hier diese Spannung aus repräsentativer und partizipativer Demokratie herauszunehmen. Denn so wie das gegenwärtig funktioniert, so wie die Regierungen funktionieren, wird das nie in die Richtung eines Klimawandels, ökologischen Wandels und Sparsamkeit einhergehen. Also wie gesagt, natürlich ist das frustrierend, aber vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die Möglichkeit, mich zu äußern. Ja, es tut mir leid, ich weiß, dass das frustrierend ist. Es gibt sehr viele Fragen. Anne-Marie hatte die Hand gehoben, also vielleicht Ihre Frage wirklich so kurz und knapp wie möglich, weil wir normalerweise in 4 Minuten abschließen müssen. Und natürlich tut es mir leid, dass wir nicht weiter darüber diskutieren können. Ja, einen schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie mir Zeit geben, meine Frage zu stellen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Und zwar stelle ich mir folgende Frage. Die Legalisierung solcher Bürgerräte, wäre das vielleicht ein wirklicher Fortschritt in einer solchen deliberativen, also entscheidenden Demokratie? Also das ist genau meine Frage. Und Sven hat also wohl Zweifel am obligatorischen Charakter eines solchen Schemas. Und meine Frage dann vielleicht auch damit einhergehend folgende. Es gibt eben zunehmend auch Misstrauen gegenüber Politikern in zahlreichen Ländern und das eben insbesondere auch in Frankreich. Und die Tatsache, dass man sich eben dann diese Kenntnisse dieser also Erkenntnisse und Maßnahmen der Bürgerräte zu eigen macht. Also würde das dann vielleicht dazu helfen, dass man erneut mehr Vertrauen hat in die Politik? Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Loïc vielleicht kurz darauf antworten wollen. Also, aber wenn das jetzt zu sehr nach Frankreich abdriftet, gerne die anderen auch. Ja, also vielleicht gibt es da schon erste Ansätze einer solchen Institutionalisierung der Bürgerräte und das also über den Wirtschaft- und Sozialrat in Frankreich, der solche Bürgerräte organisieren kann, gegenwärtig damit befasst ist, Thema, also Lebensende, Sterbehilfe. Und natürlich habe ich jetzt überhaupt keine Zeit, das weiter auszuführen. Aber wir versuchen ganz einfach gemeinsam mit anderen hier eine solche Bürgervereinigung im Losverfahren einzuführen, wo dann eben die repräsentativen Versammlungen zu Wort kommen, also so wie in Brüssel beispielsweise, also auch die französischsprachige Gemeinde in Brüssel oder die deutschsprachige Gemeinde. Das gibt es also, und ich glaube aber nicht, dass die Legitimität dieser Versammlung gegenwärtig schon ausreichend ist, um Gesetze zu verabschieden, aber zumindest zum legislativen Prozess mit beizutragen. Das scheint mir in Zukunft wichtig zu sein. Ja, vielen Dank. Ich übergebe an Ines und dann Roman, das dann eigentlich auch schon die Schlussworte. Ines, zunächst mal. Ja, also ich wollte auch noch auf das antworten, dass jetzt die Schlussworte sind, weil wir in Österreich auch diskutieren, wie könnte man diese institutionalisieren. Und das gibt es 2 Möglichkeiten. Wir haben ja dieses Volksbegehren, das haben nicht alle Länder. Das kann jeder starten, ein Volksbegehren. Und wenn es 100.000 Unterschriften gibt, muss das im Parlament diskutiert werden, dann muss es eine Enquete dazu geben. Jetzt könnte man auch sagen, wenn es x-tausend Unterschriften gibt, muss ein
Klimarat oder ein Citizen Assembly abgehalten werden. Und in Österreich gibt es 2 Bundesländer, die haben das in der Verfassung. Vorarlberg, das ist überhaupt ein Vorreiter in konsultativer Demokratie, und Salzburg. Wenn 1000 Bürgerinnen aus Vorarlberg oder Salzburg einen Bürgerrat zu einem gewissen Thema haben wollen, muss der durchgeführt werden, vom Land organisiert und von der Politik diskutiert. Man könnte sagen, wenn 10.000 oder 50.000 Österreicherinnen das wollen, müsste auch einer durchgeführt werden. Das ist natürlich eine Frage der Ressourcen und des Willens der Politik, aber das muss in die Verfassung, das heißt, man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Dennoch könnte man sich so etwas überlegen. Volksbegehren wäre leichter, also das wäre natürlich wunderschön, aber es ist nicht unmöglich, wie unsere Bundesländer zeigen. Und dann möchte ich sagen, danke für die Organisation und für die vielen Menschen, die hier waren und das Interesse. Und wenn Fragen sind, ich schreibe falls sich wer für meine Themen noch interessiert, mein E-Mail in den Chat gerne. Danke, schönen Abend. Bonsoir. Ja, vielen Dank. Und Roman, Sie wollte das vielleicht auch noch ergänzen oder hat Ines schon alles erwähnt? Ines hat genau diesen Schritt erklärt, den ich auch sagen wollte. Super, in Baden-Württemberg steht das auch an. Ne? Diese Kombination, dass Bürger das tatsächlich verbindlich auf die Agenda setzen dürfen. Ich halte derzeit noch nicht viel davon, sozusagen, dass Bürgerräte verbindlich entscheiden können. Es gibt auch noch, und das zum Abschluss vielleicht, das sogenannte Ostbelgien-Modell, wo es 2 Bürgerräte gibt, ja, wo die einen Bürgerräte entscheiden die Fragestellung und tatsächlich der andere Bürgerrat dann berät das Ganze. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil oft drücken sich ja Politiker um eine wirklich gute Fragestellung, die dann auch wirklich an den Kern geht. Und so könnte man das super kombinieren. Ost-Belgien-Modell, das Stichwort, kann man nachschauen, ist auch ein super Modell, das man auf kommunaler Ebene mal in jedem Fall verbreiten sollte. Und auch ich bedanke mich für diese tolle Veranstaltung. Hat super Spaß gemacht. Und auch wenn es mal ein bisschen ruckelig war, ich fand es super. Ja, vielen Dank, Rabea. Bitte schön, eine Minute auch nochmal, bevor wir dann abschließen. Ja, vielen Dank an Sie alle. Bevor ich an Anselm nochmal übergebe für die Schlussworte, möchte ich kurz auch noch einmal sämtlichen Teilnehmern ganz herzlichen danken für die zur Verfügung gestellte Zeit, für die Erklärung. Vielen Dank auch an die Teilnehmer. Also wenn Sie vielleicht noch Fragen im Chat stellen wollen, dann können die Teilnehmer vielleicht noch darauf antworten. Aber ansonsten sind wir jetzt am Ende der Veranstaltung angelangt und bei Décider Ensemble werden wir natürlich weiter über diese Themen diskutieren, werden auch das gemeinsam mit unseren deutschen Kollegen tun, insbesondere auch während der Europäischen Tage in Rouen Ende Juni. Wir werden den Link ja auch nochmal in den Chat stellen. Das ist also ein ganz wesentlicher Termin in Frankreich mit über 1000 Personen. Das ganze Ökosystem der partizipativen Demokratie. Und ich möchte noch einmal allen ganz herzlich danken und dann Anselm übergeben für die Schlussworte. Ja, danke. Was für eine Ehre, nach dieser Runde am Schluss reden zu dürfen. Aber ich werde mit Blick auf die Zeit, wir sind schon 4 Minuten drüber, mich ganz, ganz kurz halten. Also auch nochmal vielen, vielen Dank an alle Teilnehmenden. Wir waren zwischenzeitlich 250 Menschen in dem Raum und das zeigt uns, ja, wie dieses Thema uns auf den Nägeln brennt.
und wie und gleichzeitig auch, wie ja, fruchtbar dieser Austausch war. Und wir werden in Zukunft weiter, mehr Demokratie wird weiter auch mit internationalen Partnern sozusagen arbeiten. Und alles, was Sie gesagt haben, kann man sagen, Klimawende, das war ja der Anfang, die Frage, geht Klimawende noch demokratisch? Und die mit Ausrufezeichen, Klimawende geht nur mit Bürgerinnen und nur demokratisch. Ja, das ist das, was auf jeden Fall heute mit Eindruck bewiesen wurde. Und es war ein sehr, sehr spannender Austausch. Nochmal am Schluss so ein kleines Entschuldigung, dass es ein bisschen chaotisch war. Das lag aber daran, dass wir sehr, sehr spontan auf die neue Situation eingehen mussten. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und noch eine schöne Woche. Ciao.